kommen zum Beispiel Dolmetscher, wenn sie von Somalia kommen, wo ihnen die Dokumenten vorlegen, wo ihnen sagt, was für Rechte sie haben, was für Möglichkeiten, wo ihnen behilflich ist. Markii la yimaado meelaha la iska dhiibo kaleeto waxaa joogan oo loo diyaariya dadka dad oo u tarjumo kaleeto oo ay tusi karaan waraaqahooda iyo sharciyadooda oo maragtay ay tusi karaan ay dhigi karaan anaga macna waxyaabahan aysan tarjumaankaas ay u diyaariyaan waxa ay u leeyihiin xaq iyo wixii kaleetana ka caawin kara xaq luqadda. Dort sind auch Leute von der Migrationsstelle. Wenn es zum Beispiel irgendwelche Probleme gibt als Opfer oder so, wären diese Leute hilfsbereit. Also man kann ein Opfer sein durch eine Vergewaltigung, durch Kriegsfolgen, wo diese Leute speziell betreuen. Meesha waxaa joogan dowladahoodo kaleeto waxyaabo dad kala noocaho kaleeto oo u qaabilsan sida sharciyada oo behoordaha ay u yaqaanaan behoordaha waa badan yahay dadkaas oo ka caawin karo qofka markuu soo galooti yahay waxaa jiro kaleeto in uu ofriya macnaha uu qof oo lasoo dulmiyey oo kaleeto uu yahay marka waxay u diyaarinayaan dad ka caawin karo oo maaragtay kala talin karo ama waxyaabahooda ka dhagaysan karo oo ka caawin karo ay u sii diyaarinayaan. Bei uns besteht die Möglichkeit, ein Asyl entweder schriftlich zu stellen oder mündlich. Ayaga ahaan qaxootiga qofka haduu rabana sharci ahaan iyo waraaq ahaan ku codsanaya waraaq ahaan ku codsana ama cod ahaan ku codsana asagoo hadalkiisa afkiisa ka dhahaayo. Und dann wird das Verfahren eingeleitet und ziemlich schnell auch entschieden, ob man bleiben darf oder nicht. Kadibna hadalkiisi iyo waraaqihiisi iyo codsigiisi way qaadayaan way kasoo tashanayaan sida ugu dhaqsaha badan go'aan ayay kasoo gaarayaan ay leeyihiin waa ku qaabilnay mase ma ku qaabilin inta u dhexeyso. Gut, das wäre die zweite Frage. Sind in diesem Zusammenhang noch weitere Fragen, Zusatzfragen? Taas waxay ahayd labadii su'aalood aad soo diyaarsateen haddana wuxuu sii galayaa haddii ilaa alaas aadan su'aal ka qabin tii saddexaad ayaa soo diyaarsateen. Ama kuwii kale soo diyaarsateen. Wax su'aal ah ma ka qabtiin aad weydiinaysiin? Dritte Frage, das darf ich dir gerade geben. Su'aasha saddexaad oo la soo qoray aad weydiiseen waxay tahay maxaa isweeska da'da 18 jirka ah loogu qaataa macnaha autoproofinka oo loogu qaadan waayay da'da 16 jirka ah sida America oo kale waa fahantay su'aasheeda sax. Also auf Deutsch gesagt, warum kann man erst mit 18 Jahren hier in der Schweiz Prüfung machen? Das ist einfach ein politischer Entscheid. In der Schweiz ist relativ klein, im Gegensatz zu Amerika, wo ein Dorf 100 Kilometer weit und breit nichts in der Nähe ist, wo man als Kind, als Schüler angewiesen ist, mit dem Auto zu fahren. Hier in der Schweiz nicht unbedingt notwendig. Swisska ahaan waa siyaasada xageeda ay go'aan ay ka gaareen. Politik amal waaye ay ka gaareen maxaa yeelay America iyo Swisska la islama barbar dhigi karo. Swisska waxaa waaye wadan yar sida America kale uma weyna. Saas daraadeed ayaa caruurta markay 16 jirka yihiin aan lagu deyn karin jidadka. Im Jahr 2021 hat der Bundesrat, das ist unsere Regierung, nochmal, welche Jahr kann? 2021, ja, nächstes Jahr, ja. Entschieden, dass man bereits mit 17 Jahren die Autoprüfung machen darf. Das bedeutet, dass die Regierung sagt, 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 baabuurta ay barashadooda bilaabaan markay 17 jir ay yihiin. In diesem Zusammenhang. Darf ich noch mal fragen? Ja, Sie beginnen 17 Jahre, dass Sie vorbereiten kann, aber 18 Jahre ist definitiv, dass Sie machen kann, oder? Mit 17 kann man machen, aber man hat die Möglichkeit mit 16 schon einen Monat vorher, also ein Jahr Vorbereitungsjahr. Und aber erst mit definitiv 17 kann man die Prüfung dann machen. Aha, 2021. Raleigh hat da meine Sanatkas Dalana, 21 Jahre.
Gut, ja. Sind in diesem Zusammenhang noch Fragen? إلا أنت أسوأ سؤال ما قبتين. Dürfen Sie bei Ihnen die Prüfung machen? Ja. Somalia, wir haben kurz meine Bauurte. In Somalia meinen Sie, oder? Ja. Ja? Afri, Thomas, Sano. 15 Jahre alt. 15 Jahre, aber Somalia ist viel größer als die Schweiz. Somalia, wir haben eine gute Entwicklung, Im Gegensatz zu Somalia, darf ich sagen, hat die Schweiz einen sehr guten öffentlichen Verkehr. Und das hat sehr viele Leute, wo in einer Stadt wohnen, die gar kein Auto besitzen, weil es einen öffentlichen Verkehr hat. Man hat die Möglichkeit, mit dem Velo zu fahren, man hat den Busverkehr, man hat den Zugverkehr. Ist gut erschlossen. Das Bedürfnis ist auch nicht so groß. Swisska hat die Lobber, aber die Stadt hat noch eine Hajro an, ein Bauer, 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 ein Gut. Die nächste Frage. سؤال شكو حكتو. Kann jeder Polizist werden? Was sind die Anforderungen? Es freut uns, dass das schon Interesse vorhanden ist in dem Polizeiberuf. سؤال شكو لو كو حكتو وحيتا هاي قف كستم اسكا برانكرا بوليسيس انو نقضو بوليساي انو نقضو بوليس انو نقضو من برانكرا قف والبيتابو محينا تهاي وحا لوغا باهان يهي مركو بوليس نقونا اي وحيا باها لوغا باهان يهي وحو كدري ان معناها وكفر حسان يهي ان انتريس اوها انو سيدا بوليس معنا داد بدن او انتريس اوها ان اجرانا لغا يابا Gut, es ist, wenn ich da ausführlich sein würde oder hat es diverse Punkte auf, sagen wir mal so, es hat diverse Sachen, Auflagen, die man erfüllen muss, bevor man Polizist wird. Ich fange mal an, man muss Schweizer Bürger sein. Waxyaabaha looga baahan yahay markaan bilaabo dhibcaha looga baahan yahay qofka inuu keeno markuu booliis noqonaayo hadaan bilaabo waxaa ka mid ah inuu qofka yahay qof Swiss ah ama dhalad ah Rein theoretisch kann jeder Polizist werden, wenn er die Anforderungen erfüllt. Und dann komme ich zu den Anforderungen. Koffol betaba hadu sharciiga soo buuxiyo booliis uu noqon karaa xaq uu leeyahay. Hadu laakiin sharciiga booliiska loogu talagalay uu soo buuxiyo. Marka hadu idin sheega sharciiga uu sii wadaaya. Mindestalter 21 Jahre. Waa inuu ahaada 21 jir. Eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura. Wainu ma'naha en waxa leeraha u naqaana ama en waxyaabaha lagu taqasuso u dhameeyay ama u matura aaday sida oo Hochschule oder bis Universität. Einen Führerausweis Kategorie B fürs Autofahren. Inu baabuur wadi karo baabuurta magacyo u kala ah B-ga ah ugu yaraan inuu B wadi karo. Militärdienst bei uns zum Teil oder Zivildienst. Ama inuu militärka aaday maxaa yeelay wadankan militär ayay aadaan militär inuu aado qofkan militärka aadi karin waxaa jira waxyaabo civildienst la dhahaayo oo meelo uu ka soo shaqeynayo meelahaas uu soo gutay ama militär uu aaday ama civildienst uu aaday. Im Weiteren, man muss gut kommunizieren können, die Leute gern haben, mit verschiedenen Kulturen gern zusammenarbeiten, in der Öffentlichkeit stehen, das sind weitere Anforderungen. Waxyaabaha kale loo baahan yahay waxa waaye qof dadka isku xiri kara inuu yahay sida dhaqamada kale oo u firfircoon inuu yahay oo waxyaabahaas isku xirxiri karo qofkaas haduu yahay qof firfircoon oo communicationka ku fiican asagana waa looga baahan yahay. Man muss einen sogenannten einwandfreien Leumund haben, das heißt, man darf
kein Verfahren, keine Strafe, nicht verurteilt sein, also ja. nichts begangen haben. Tan kala waxa waa inuu qof nadiif ahaado aanan maxaa la dhahay la soo maxkamadeenin ama wadinka aanan dambi ka gelin oo qof nadiif ah oo la soo dacweeyay uusan ahaanin. Man muss ein guter Schwimmer sein. Bei uns heißt Prüfe 1, also Rettungsschwimmer muss man sein bei uns. Wir haben einen See. Waxa kale to looga baahan qofka inuu dabaal yaqaan oo kale to dibcay leeyihiin ugu yaraan qofka in macnaa qof uu badbaadin karo markii biyo meel ah dib ka dhaco kale to qofkaas uu badbaadin karo sida badaho kale la geeyna ama waa imtixaan laga qaada badooyin ay qabaan hadii dib dhaco kale to qofkaas in uu qofka badbaadin karo ugu yaraan. Gute sportliche Leistungen vollbringen. Es nützt nichts, wenn ich Polizist bin, sie springen fort und ich komme nicht nach. Sportlich sein. Also ich sollte sportlich fit sein. Qofka oo boolis noqonaayo waa inuu qof yahay sportlich. Qof sport ah, qof sport ah oo firfircoon oo hadii wax dhacaan oo kaleeto qofkaas haduu ordo kaleeto dambiga galay uu ka daba ordi karo uu soo qaban karo. Da in der Ostschweiz muss man logischerweise Deutsch beherrschen, Wort und Schrift. Sida Südostschweiz waxaa looga baahan yahay in ay macnaha ay yaqaanaan Deutschka uuna qori karo uuna ku hadli karo. Es gibt ein Sprachniveau, das ist weltweit gleichgestellt. Bei uns ist es Niveau B2. B2. B2, das ist sehr hoch. Also das A ist tief und B, C, D ist so. Also B2, dann genug schon, ja. Ugu yaraan waa qofka inuu doojka ka gaara sidaa ognahay B2 B2 oo adduunka dhan laga aqoonsan yahay ama orobeeshishka B2 waa jira waxyaabo kasii badan laakiin B2 inuu gaarsiisan yahay. Im Weiteren hier in der Schweiz wird verlangt, dass man eine zweite Fremdsprache kann. Zum Beispiel Französisch ist unsere zweite Amtssprache, Niveau A2. Inuu qofka xataa luuqad kale yaqaano hadda Swisko kaleeto wuxuu u soo qaaday Faransiis qofka inuu ku hadlo ugu yaraan A2 A5 inuu ku hadli karo hadduu boolis noqonaayo. Dann eine gute Allgemeinbildung in Politik, Geschichte, Wirtschaft etc. Das gehört auch dazu, zur Geografie. Hata waxyaabaha kale oo la barto kaleeto sida oo geografiga oo kaleeto sheekooyinka oo kaleeto wadankan waxyaabahaas oo dhan oo iskoolada lagu barto kaleeto inuu aqoon u leeyahay kaliya ma ahan dooj laakiin inuu waxyaabahaas kaleetana uu aqoon u leeyahay. Was auch wichtig ist. Raali ahaada xataa siyaasadda oo wadanka inuu xataa khibrad u leeyahay entschuldigung nochmal. Ja, ist schon gut, ja. Selbstverständlich muss man IT-Kenntnis haben. Wir müssen ja Computer bedienen können, wir müssen Handy bedienen können, Tablets. Das gehört auch dazu. Und man muss schreiben können mit dem 10-Finger-System, schreiben, Tastatur schreiben. 60% von unserer Arbeit ist Schreibarbeit. Waxa kale looga baahan yahay qofka inuu iteega sida kombiyuutarada uu aqoon u leeyahay oo kaleeto uu yahay qof maaragtay 10 farqood oo kaleeto kombiyuutarka ku qori karo kaleeto maxaa la dhahaa maxay yahay waxa u baahan yahay waxyaabo badan inay qoraan u baahan yahay qoraal ahaan inay wax badan ku qoraan. Unser Beruf ist in unserer Bildungslandschaft so angesiedelt, ist eine sogenannte Berufsprüfung oder man nennt es auch sogenannte Meisterprüfung, den wir machen. Also es ist eine Weiterbildung, höher stehen als eine Lehre. Waxyaabahan hadda booliisko kaleeto ah waxaa waaye sida maadaama hadaayay uu dhahay leero markii la sameeyey kadib baa la samayn karaa waxaa waaye vital building leeyihiin Swisska waxyaabaha hadaa baratid vital building waxyaaba la dhahaayo ayaa ayaga hadda ay u qaabilsan yihiin kategorigooda waxaa waaye inuu yihiin waxyaabahan vital building heer macnaha inuu wax ka sarreeyo uu yahay leeraha markii la dhameeyey kadib. Kurz zum Bildungswesen. Das wir haben. Wir haben eine sogenannte Berufsbildung. Da ist gegliedert in eine Berufslehre, in eine Berufsprüfung
in eine höhere Fachprüfung. Nach dem Dualisten habt ihr auch das damals. Also das ist so gegliedert, oder? Dann gibt es die Fachhochschulen und die Universität. Das sind drei Bildungssysteme, die wir nebeneinander haben. Eine ist die Hochschule zum Beispiel, Berufsbildung und noch, was ist die andere zum Beispiel? Also Berufslehre, Hochschulen, Universität. Drei Bildungsarten. Oder? In der Schweiz meinen Sie, ja. In der Schweiz. In Swisska معناها سان اوغنو هو كليتو ان waxay u kala qaybsan yihiin macna dadka caruurta meeshaan ku barto in maaragtay ay sida leero kala sameeyaan berufsschule aadaan leero sameeyaan oo kaleeto ama inay sameeyaan hochschule markay leeraha sameeyaan ay weiterbildung hochschule ay sii aadaan ama in universiteit markaas ay maaneysa markay ay dhameeyaan waxyaabahaas kaleeto inay aadi karaan universiteit oo kaleeto Swisska macna xeerku u degsan waa saa. Unser Bildungswesen ist durchlässig, also mit der Berufslehre, wo ich absolviert habe, habe ich auch eine Universität absolvieren können, eine Weiterbildung mit entsprechenden Voraussetzungen. Wenn man ist, zum Beispiel Berufsbildung macht, dass man auch Möglichkeit hat, dass man... Hat man, wenn man die Matura hat, die Möglichkeit auch eine Universität oder eine Fachhochschule zu besuchen. Es ist durchlässig. Waxyaabaha badanaa ay sameeyaan ama ay wadamada kale kaga duwan yihiin waxa waaye haday proof ka sameeyaan wixii takhasuska aha ama leeraha aanu naqaan markay sameeyaan ama ay aadaan matuuro kale ee markay aadaan waxay heystaan jidad kale ee heystaan ay u aadi karaan in maaragtay hochschule ay aadaan sida school sare ay aadaan ana school ka sare waa hochschulehooda waa aad u fiican yahay ama jaamacad oo kale to ay si gaaraan university jaamacad inay gaaraan oo kale. Hatum malagi dawa ve magan sa.